Katrin Nachbauer von der ÖVP ist nun an Bord. Sehr geehrte Vertreter auf der Regierungsbank, geschätzte Kollegen im Hohen Haus und sehr geehrte Steuerzahler. Wir erleben jetzt in Italien einen Ansturm von Menschen, insbesondere aus Afrika. In Italien will aber kaum einer bleiben und deshalb brauchen wir die Obergrenze und brauchen wir die Notverordnung, die uns erlaubt, im Falle des Falles schnell die Grenzen zu schließen. Dass die EU ausgerechnet den türkischen Präsidenten zum Gralshüter unserer Grenzen gemacht hat, finde ich mehr als fragwürdig. Auf unsere Grenzen müssen wir schon selber aufpassen und wir Europäer müssen überhaupt aufpassen, dass wir uns vor lauter Offenheit nicht selber abschaffen, wie das jetzt auch Kardinal Schönborn angesprochen hat. Und auch, dass wir vor lauter Toleranz nicht vergessen, wofür wir eigentlich stehen, nämlich für eine säkulare, aber eindeutig christlich, auch jüdisch geprägte Gesellschaft, wo menschengemachte Gesetze gelten und Mann und Frau gleichgestellt sind. Wir wollen natürlich menschlich sein, aber keine gutmenschlichen Sirenenklänge aussenden, die Verzweifelte genauso anlocken wie andere Menschen, die sich wirtschaftlich besser stellen wollen. Wir brauchen im Gegenteil verstärkt Hilfe vor Ort, ein gut strukturiertes Resettlement-Programm und eine strenge Anwendung unserer Gesetze. Viele kommen zu uns aufgrund der Sogwirkung der Wohlfahrtsstaaten. Die Mindestsicherung hat sich natürlich herumgesprochen und deshalb ist es dringend geboten, sie für Migranten zu senken und gleichzeitig gemeinnützige 1-Euro-Jobs einzuführen. Darum geht es nicht um Lohndumping, sondern es geht darum, dass Solidarität mit Migranten nicht zu praktizierter Nicht-Solidarität mit den hier lebenden Menschen werden darf, die Jahr für Jahr in das System einzahlen. Aber solange es in Europa Politiker gibt, die unser großzügiges Sozialwesen zweckentfremden und unseren Wohlstand international anbieten, wird allein die ökonomische Vernunft bei vielen Arabern, Afrikanern, vielleicht auch bei anderen dazu führen, dass sie sich auf den Weg hierher machen. Und das kann man ihnen gar nicht vorwerfen. Aber das müssen wir verhindern im Sinne Österreichs, im Sinne Europas, aber auch im Sinne der Herkunftsländer. Denn wie sollen die auf die Beine kommen, wenn ihre tüchtigen, kräftigen Leute fehlen? Besonders absurd finde ich übrigens, dass sich viele, Gott sei Dank nicht alle, aber viele in der ehemaligen Arbeiterpartei heute in erster Linie für die nicht arbeitenden Menschen einsetzen und für diese das Geld der arbeitenden Menschen großzügig zur Verfügung stellen. Vor allem in Wien ist das so. Man denke an das rot-grüne Projekt Radfahren für Migrantinnen. Seit 3 Jahren radeln da nicht einmal 50 Frauen, das kostet über 50.000 Euro. Sicher, mit dem kannst du kein Budget sanieren, aber Wien hat ganz andere Probleme. Eine gewaltige Arbeitslosigkeit bei über 13%, die Schuldenlast, die Gebühren, die Sicherheitslage. Ich weiß nicht, was die Lage mit den islamistischen Kindergärten ist, da gibt es wirklich andere Sorgen. Nachdem aber die Bundesregierung, um auch etwas Positives zu sagen, eine vernünftige Lösung mit der Notverordnung gefunden hat, muss jetzt eine vernünftige Lösung zur Bekämpfung der Rekordarbeitslosigkeit her. Wir müssen die Wirtschaft entlasten, wir müssen sie von unsinnigen Vorschriften befreien und arbeiten lassen, aber nicht am Ausfüllen diverser Datenblätter, sondern an ihrem eigenen Geschäft. Und um Himmels Willen brauchen wir keine neue Steuer auf Investitionen oder dergleichen. Wir brauchen Investitionen wie ein bisschen Brot, aber unsere Unternehmer investieren derzeit mehr im Ausland als im Inland. Das muss doch ein Alarmzeichen sein. Die Lösung kann aber sicher nicht lauten, mehr Schulden und mehr Staat, sondern eine deutlich reduzierte Steuer- und Abgabenlast, ein schlankerer Staat und vereinfachte Regeln. Übrigens war uns die österreichische Kaiserin Maria Theresia vielleicht sogar etwas voraus. Sie ließ nämlich alle Gesetzesentwürfe zuerst einem normalen Bürger vorlesen und wenn der den Inhalt in eigenen Worten nicht wiedergeben konnte, schickte sie das sofort zurück zum Vereinfachen. Nehmen wir uns ein Beispiel. Herzlichen Dank. Katrin Nachbauer von der ÖVP fordert verstärkt Hilfe vor Ort, funktionierende Resettlement-Programme und eine strikte Durchsetzung der geltenden Gesetze.